Herzlich willkommen bei Dynamic Food und heute machen wir die kalte Schnauze. Kennt jeder die kalte Schnauze? Ist eigentlich so ein Kindheitsding, zu Weihnachten gibt es das immer. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen ganz viel Schokolade, Vanillezucker ein bisschen und Butterkekse. Manche machen es mit Butter, Fett und was weiß ich nicht, aber wir machen nur Schokolade, Kekse und eine Schale. So, wir haben hier unsere Schokolade. Einfach so ein Stück. Das ist Kuvertüre, die ich hier habe. Alles in ein Gefäß, was wir gleich unter heißes Wasser stellen können, damit wir im Wasser warten. Dann haben wir hier zwei Tafeln normale Schokolade. Das sieht so ein Schokotraum. Also meine Frau liebt Schokolade. Wir sind morgen eingeladen. Und morgen wird auch das Essen erst gegessen. Also heute wird noch nicht die Präsentation gezeigt. Hier wird alles erstmal reingebröselt. So, und dann kommt noch die zweite rein. Die Schokolade wird gleich geschmolzen. Die weiße Schokolade, die machen wir nachher mal extra in einem Extra-Topf. Weil wir sind ja hier bei Dynamic Food und wir wollen was Künstlerisches darstellen. Wir wollen die kalte Hundeschnauze mit zwei verschiedenen Schokoladensorten machen. Bevor ich es vergesse, ich habe hier noch zwei Packungen Vanillezucker. Die kommen hier auch noch rein. Dann nehmen wir gleich einen Kochtopf, füllen den mit Wasser und stellen unser Gerät hier dann da rein. Man muss halt gucken, dass es passt. Ich habe gleich so einen Steller, den ich hier reinstelle, dann kann ich das hier so perfekt draufstellen. Und der Wasserdampf wird alles schmelzen gleich. Ich mache hier meine Herdplatte an, hier ist so ein bisschen Wasser drin. Ne? Und ich stelle einfach einen Topf da drauf. Ich habe leider keinen Plastikschaden. Ne? Den Tipp habe ich von einer Freundin, danke liebe Sarah. Und den kippe ich jetzt einfach unsere Schokolade rein. Mit unserem Vanillezucker natürlich. Ja, das dauert jetzt erstmal eine Ewigkeit, bis das geschmolzen ist. Man kann noch ein bisschen Butter dazu tun. Ich packe da auch noch was dazu. Ein bisschen Margarine, ein bisschen Fett dazu noch. Muss man nicht. Steht auch gar nicht im Rezept drin. Aber wir machen das einfach, weil das ein Geschmacksträger ist. Und wir finden das toll, wenn das ein bisschen fettiger ist. Und so eine ganz klitzekleine Prise Salz. Das dauert jetzt natürlich mindestens 20 Minuten, bis das geschmolzen ist. Und dann so, unsere Schale. Ich habe jetzt einen Schwamm. Ich mache die Schale so ein bisschen feucht jetzt. Wirklich nur, also kein Wasser drin hier. Ne? Ich mache sie nur ein bisschen feucht. Ich zeige euch warum. Weil ich das Backpapier jetzt hier reindrücke, dann pappt das so ein bisschen mehr an. Unsere Schokolade ist schön cremig. Unsere erste Schicht hier rein. Schön alles verteilen. Jetzt kommen die Kekse rein. Eins. Zwei. Und immer so nebeneinander. Dann kommt wieder so eine Schicht Schokolade. Braucht man jetzt nicht mehr verteilen. Am Anfang muss man das einmal verteilen. Aber jetzt, wenn man die Dinger da reindrückt. Ich habe hier meinen Topf, wo hier voll Wasser drin war. Einmal richtig trocken machen. Jetzt stellen wir den hier drauf. Der muss einmal richtig heiß werden jetzt. Damit wirklich kein Wasser drin ist. Jetzt kommt unsere weiße Schokolade. Weiße Schokolade muss am besten so gemacht werden. Wenn man sie beim Wasserbad macht, klappt das super. Auf jeden Fall klappt das super. Aber die weiße Schokolade schmilzt besser in sowas. Tue ich so ein bisschen Fett dazu. Dann passt es ein bisschen cremiger jetzt. So wie es ist, lassen wir es jetzt. Wir lassen die schon gestückelt. Das jetzt einfach hier nochmal. Einfach so drauf. Das verteilen wir jetzt nochmal richtig schön hier. Ja, sieht doch toll aus. Jetzt kommt wieder eine Schicht Kekse. Jetzt machen wir die Kanten ein bisschen. Einfach ein bisschen nur reindrücken, dass wir
alles schön gerade wird. Jetzt alles nochmal verteilen, dass alles schön hier an den Seiten alles runterläuft. Das bleibt jetzt so, so wie es ist. Also wir packen das jetzt wirklich für einen Tag in den Kühlschrank. Wir sind morgen zum Essen eingeladen und wir nehmen das morgen zum Dessert mit. Und erst morgen werden wir dann sehen, wie es aussieht. Also, ja, ich bin in einer anderen Küche, wie man sieht. Und meine kalte Schnauze steht hier im Kühlschrank. Die wird jetzt nochmal für 30 Minuten rausgestellt, damit wir die nachher richtig schön schneiden können. Hier. So, unsere kalte Schnauze ist jetzt so 30 Minuten stand die hier. Ich heb die jetzt hier vorsichtig raus. Liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, wie immer. Euer Dynamic Food and Sweet Chocolate.